So. Und diese Familienministerin Franziska Giffey, die soll den Corona-Zuschuss prüfen lassen. Ja, dass sich die Einrichtung allein mit Spenden retten lässt, das ist jedoch zu bezweifeln, Heinz. Das kannst du dir vorstellen, ja? Und daher hat Schmidt eine Anfrage an den Berliner Senat eingereicht, um zu ermitteln, welche Fördermöglichkeiten für den Verein bestehen. Ich würde es dem Schullandheim wünschen. Auch andernorts ist man um Hilfe bemüht, Heinz. Hier, wie der Tagesspiegel berichtet, hat die Investitionsbank Berlin Zuschüsse aus der wegen Corona aufgelegte Überbrückungshilfe des Landes Berlin in Aussicht gestellt. Da bin ich ja mal gespannt. Demnach wäre eine Finanzspritze von bis zu 150.000 Euro möglich. Heinz, das sind ja Summen.